Es ist ja einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Der Monat Februar ist schon fast wieder vorbei. Heute ist der 25. Und das hier ist das letzte Video aus meiner Junk Journal Löffellisten-Serie. Ich bin ganz traurig. Hallöchen, ihr Lieben. Luise Heinzel hier in einer kleinen sentimentalen Phase meines Lebens. Saß ich eben vor meinem Computer und habe auf meinen Plan geguckt, ne, hier Videoplan, was will ich als nächstes machen? Guck da so drauf und denk mir, was ist denn jetzt los? Wieso ist denn hier keine Zeit mehr? Wieso ist denn bitte dieser Monat schon rum? Aber Entschuldigung. Es ist so, wie es ist. Dieser Monat ist so gut wie vergangen. Jetzt wundert man sich vielleicht, was redet sie da? Was will sie? Junk Journal Löffelliste, was soll das sein? Falls du hier neu bist, erst einmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Eine Junk Journal Löffelliste, also für alle, die schon da sind, ne, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ich nerve euch nicht so sehr, wenn ich dann nochmal für die neuen Leute erkläre, was das eigentlich ist, was wir hier tun. Denn die das hier schon regelmäßig verfolgen und seit Anbeginn das verfolgen, die wissen das natürlich. Fühlt euch bitte nicht übergangen, aber ich versuche nur irgendwelche Unklarheiten zu beseitigen, indem ich das dann nochmal sage. Eine Junk Journal Löffelliste ist eine Liste, die ich in meinem Kopf gemacht habe, mit Dingen, die ich schon immer einmal tun wollte in Bezug auf Junk Journaling, beziehungsweise auch Dinge, die liegen geblieben sind, sprich Dinge, zu denen ich noch nicht gekommen bin, sie zu machen. Und diese habe ich jetzt im Februar, weil das mein Geburtsmonat ist, hier auf den Tisch geholt sozusagen und demnach auf meinen YouTube-Kanal gebracht. Das heißt, ihr findet eine Playlist mit diesen sogenannten Löffellisten-Videos unter diesem Video verlinkt, wo ihr alles anschauen könnt, was ihr unter Umständen verpasst habt, falls ihr neu seid oder im Urlaub wart oder an eurer eigenen Junk Journal Löffelliste gearbeitet habt ohne mich. Was weiß ich, was passiert sein könnte, dass ihr das verpasst habt oder euch das nochmal zu Gemüte führen wollt. Der Link ist unten in der Infobox. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon ein bisschen faszinierend, was für Dinge alle in diesem Monat zusammengekommen sind und wie viele Dinge, Dinge passiert sind, die man als Außenstehender, als Zufall betrachten könnte, es für mich aber nicht sind. Und so etwas ist auch heute hier auf meinem Tisch. Denn mit diesem letzten Video, da möchte ich etwas ganz Besonderes machen. Ich möchte euch etwas sagen. Und das möchte ich in Form einer Karte tun, wie man hier vielleicht schon so ein bisschen erahnen könnte. Und da habe ich lange überlegt, was tue ich jetzt, wie mache ich das am besten, dass das so rüberkommt, wie ich mir das vorstelle. Ihr kennt mich, ich werde manchmal ein bisschen sentimental. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich werde manchmal ein bisschen sentimental. Ich habe auch manchmal irgendwelche komischen Anflüge, wo ich mir denke, ist da... So meine wilden 5 Minuten, wo ich mir denke, jetzt will ich hier aber mal, jetzt muss ich hier mal, ich will, so, versteht ihr? Und da kommen mir dann so Ideen. In diesem Fall war das so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte euch gerne etwas sagen, aber ich möchte das nicht einfach nur sagen, ja, so mit Worten, sondern ich möchte gerne etwas machen, wodurch das ausgesagt wird. Das heißt nicht, dass ich nicht mit euch sprechen will, sondern ich möchte gerne meine Botschaft auf eine besondere Art und Weise hier rüberbringen. Und deshalb möchte ich hier so eine Karte machen. Was hat das jetzt mit diesen Zufällen, die keine Zufälle sind, zu tun? Ganz einfach, ich habe überlegt, wie könnte ich das machen und wie könnte ich diese Journaling-Karte gestalten, sodass meine Botschaft rüberkommt. Und dann bin ich da ein bisschen grübelnd durch die Gegend gelaufen und plötzlich kam ein Paket von Tim Holz, was ich schon erwartet hatte, mit einigen Dingen drin, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, also in dieser Phase meines Daseins, erledigen muss. Und in diesem Paket war aber auch noch was anderes. Nebst den Sachen,
kann ich euch nicht sagen, was es ist, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Kann ich nicht sagen, kann ich nicht drüber sprechen. Aber, also darf ich nicht drüber sprechen. Aber da war noch was anderes drin, mit dem ich eigentlich noch gar nicht gerechnet hatte. Er hatte mir das zwar schon angekündigt, dass ich das bekommen werde von ihm, aber ich hatte damit noch nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich gedacht, das kommt in dem nächsten Paket erst. Und dann mache ich das auf und denke mir, das gibt's ja jetzt nicht. Das ist die Lösung all meiner Probleme, die ich hier habe mit diesem letzten. Was heißt Probleme? Aber das hat meine ganzen Überlegungen plötzlich zusammengeführt. Und ja, jetzt weiß ich, was ich machen will. Und jetzt weiß ich auch, wie ich euch das sagen kann, was ich euch sagen möchte. Denn in diesem Päckchen, upsala, war dieses Stempelset. Guck mal. Das heißt Love Notes CMS 477. Auf Deutsch CMS 477. Und das hat Herzchen. Ihr wisst, ich hasse Herzchen, aber diese Herzchen sind cool. Und hier gibt's was, das zeige ich euch gleich. Das möchte ich hier, was muss ich denn machen? Das möchte ich hier gleich benutzen, um hier meine Botschaft an euch zu übermitteln. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieses Video ist schon eins der besondersten, die es auf meinem Kanal gibt. Falls das jetzt irgendwie ein Satz war, ich hoffe es. Und insofern möchte ich das hier ein bisschen zelebrieren. Mir jetzt erstmal hier so ein Ranger Watercolor Cardstock genommen, also so ein Aquarellpapier von Ranger, wo ich jetzt hier mir erstmal so einen kleinen Hintergrund machen möchte. Irgendwie ist mir der gerade sehr gelb, gelblich. Das ist aber auch kein Wunder, Luise, weil du hast Crushed Olive verwendet und das ist nun mal ein sehr gelbliches Grün. Was willst du erwarten? Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie ein bisschen runtergebrochen kriegen. Ich habe da auch noch Forest Moss liegen. Also die erste Farbe, die ich gerade verwendet habe, war Crushed Olive Oxide Ink. Die zweite Farbe, das da, ist Peeled Paint. Ebenfalls Oxide Ink. Und hier habe ich jetzt noch Forest Moss liegen. Möchte das irgendwie noch so ein bisschen schlammiger machen. Das hier soll mein Hintergrund werden für die Karte. Und ich möchte euch hier auch noch was anderes zeigen, denn es hat Milliarden Fragen gegeben. Wie mache ich mir so einen Hintergrund? Ich gehe mal gerade ein bisschen näher ran. Ich merke mal, ich merke gerade, ich bin ziemlich weit weg. Entschuldigt bitte. Es hat ziemlich viele Fragen gegeben dazu. Wie mache ich mir so einen Hintergrund hier? Entweder mit Ink oder mit Oxide Ink. Das gleiche gilt natürlich auch für die Sprays. Wie kann ich mir damit einen Hintergrund machen? Ein Spray könnte ich ja auch hier drauf machen und dann rein tunken. Ja, also es geht mir um diese Reintunke-Technik sozusagen. Ich habe lange, 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 lange Zeit die Vorteile dieser Matte hier unterschätzt. Das ist diese Matte, die ursprünglich weiß ist, die man hier auf die Glasmatte drauf machen kann. Ich müsste eigentlich hier direkt neben mir noch eine frisch verpackte haben. Dann kann ich euch die gerade mal zeigen. So schaut die eigentlich aus. So aufgerollt in so einem kleinen Schächtelchen ist die hier drin. Und das heißt Replacement Non-Stick Matte. Und das ist normalerweise ganz weiß, seht ihr. Und das hat die Größe, dass man das dann hier drauf machen kann. Das ist selbsthaftend. Ich habe sehr lange Zeit, also das haftet von selbst auf der Matte. Ja, so, obwohl das Material selbst antihaft ist. So muss man das korrekterweise sagen. Ich habe ganz, ganz lange Zeit das unterschätzt. An dieser Stelle schöne Grüße an Pammy von Pammy Style aus Hamburg. Falls du zuguckst. Ja, ich habe es inzwischen verstanden, dass das wirklich einen großen Unterschied macht, wie so ein Hintergrund wird. Aber ich muss auch sagen, und damit widerspreche ich ihr nicht, in gar keinster Weise, sondern ich sage nur, also ich habe die Matte unterschätzt und es kommt auf das Papier an. So müsste man das eher sagen, was ich hier sagen will. Ansonsten hört sich das an wie so ein Gegensatz oder so ein Widerspruch oder sowas. Ich verwende jetzt hier diesen Watercolor-Cardstock von Ranger. Das hier ist die raue Seite, also diese texturierte Seite. Man kann natürlich auch anderes Aquarellpapier nehmen. Man kann auch anderes Nicht-Aquarellpapier nehmen. Aber was ihr da beachten solltet, ist Folgendes. Ich nehme mal, was nehme ich denn hier mal? Neulich hatte ich doch hier noch so ein paar Dinger rumliegen vom Action, diese Kartenrohlinge vom Action. Komm mal raus, ey. Wo bist du denn hier? Mensch, nochmal. Aber das hier geht auch. Ist da. Ich bin hier eigentlich so voll sortiert. Wo sind denn meine weißen Kartenrohlinge vom Action? Habe ich keine mehr oder was? Kann sein, dass ich keine mehr habe. Nehmen wir mal diese Postkarte, denn das ist vermutlich ein ähnliches Material.
Das ist kein Aquarellpapier, ja, sondern das ist einfach festes Papier. Nehmen wir mal Crushed Olive und machen mal das, was ich jetzt gerade eben gemacht habe, damit ihr den Unterschied einfach seht. Denn ich sehe ganz viele Leute, die einen in Anführungsstrichen Fehler machen, beziehungsweise etwas, was nicht so optimal ist, wenn man mit Oxide Inks oder auch Inks so einen Hintergrund gestalten will. Und das habe ich zugegebenermaßen früher auch sehr, sehr häufig falsch gemacht. Erstens, nichts ist falsch, ja, aber falsch in dem Sinne, dass ich mir gedacht habe, warum sieht das bei mir nicht so aus? Ja, ich zeige euch gleich den Unterschied. Wenn ihr das hier so hingemacht habt und ihr habt da Wasser drauf gesprüht, ich bin inzwischen durch Üben imstande, das Wasser so zu spritzen, dass so kleine Tröpfchen hier entstehen. Wenn das bei euch nicht so ist, sondern ihr die Form von dem Inkpad hier noch sehen könnt. Ja, also wenn ihr das so drauf drückt, jetzt ist da alles nass. Mensch, wie kann ich euch das jetzt zeigen? Wenn ihr das so, ich mache das mal hinten auf der Postkarte, dann könnt ihr das besser sehen. Nehmen wir mal an, das hier wäre da, ja? Und ihr macht so. Dann habt ihr ja so einen Abdruck auch hier auf der Matte. Und wenn ihr Wasser sprüht hier drauf, dann kann es sein, dass dieses Rechteck hier auf der Matte immer noch zu sehen ist. Ist das der Fall und ihr tunkt euer Papier da ein, habt ihr auch ein Rechteck auf eurem Papier. Also dann ist das Muster auch ein Rechteck auf eurer Karte. Denn das, was du hier siehst, kriegst du auf dein Papier. Ja? Und wenn du jetzt dein Papier nimmst, und ich mache es jetzt mal so, wie ich das früher immer blöderweise gemacht habe, und ich mache das jetzt richtig extrem, ja, und du drückst das so rein und wartest womöglich noch 24 Stunden, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dann hast du halt sowas. Du hast eben gesehen, wie meine erste Schicht hier drauf aussah. Und du hast vermutlich auch gesehen, dass ich das Papier nicht so reingedrückt und gewartet habe, sondern dass ich das nur leicht angedippt und wieder hochgenommen habe. Das ist ja auch irgendwie logisch, wenn ich das da reinquetsche und so drücke, dass ich dann sowas kriege. Wenn ich das will, ja, dann drücke ich drauf und warte. Ist klar. Wenn ich das aber nicht will und ich will sowas haben, dann ist es besser, man dippt es nur ganz leicht rein und drückt nicht so stark auf. Außerdem ist auch hier so, ich nehme jetzt mal noch genau so eine gleiche Postkarte, dass ihr das auch sehen könnt. Jetzt habe ich ja hier noch was. Wenn ich das jetzt nochmal mache und ich mache das jetzt also so rauf geditscht und vorsichtig, sieht das aber trotzdem so aus. Und das sieht nicht so aus wie hier. Warum nicht? Weil dieses Papier verdammt stark saugt. Das heißt also, wenn du jetzt einen Hintergrund dieser Art auf einem sehr saugstarken Papier haben willst, dann ist das sehr schwer. Ich sage nicht, dass das nicht schön wird und ich sage auch nicht, dass das unmöglich ist. Ich sage nur, dass das sehr schwer ist, das hinzukriegen. Und je mehr ich das mache, ich meine, jetzt habe ich dazwischen nicht getrocknet, sage ich euch gleich auch noch was dazu. Je mehr ich das mache, desto, ja, desto flatschiger wird das, weil sich natürlich das hier auch so ein bisschen so wegdrückt und so weiter. Und das wird einfach, ja, das hier seht ihr hoffentlich, dass diese einzelnen Bereiche alle so klar abgegrenzt sind. Und da bleibt auch irgendwie, also ja, versteht ihr, was ich meine? Ich kann das ganz schlecht erklären. Dieses Getrocknete und diese Ränder zum Beispiel, die kriegt man auch natürlich leichter auf so einem Aquarellpapier oder auf einem anderen Aquarellpapier. Das muss nicht das von Ranger sein. Aber das Papier muss dafür geeignet sein, um diese Ränder hinzukriegen. Warum sage ich das? Weil ganz, ganz viele fragen, wieso sehen deine Hintergründe so aus, wie sie aussehen und warum sehen meine nicht so aus? Also, erster Grund, Matte, zweiter Grund, Papierqualität und Saugfähigkeit des Papiers und dritter, alles entscheidender Grund, föhnst du das hier zwischendurch oder nicht? Denn wenn ich das jetzt geföhnt habe und jetzt muss ich mir mal gerade hier noch mal was Neues hinmachen, denn das reicht mir jetzt nicht aus, dass ihr das richtig gut sehen könnt. Ich nehme jetzt mal Peeled Paint, sodass wir eine andere Farbe da oben drüber haben. So, dann könnt ihr das besser sehen, was neu dazugekommen ist. Denn wenn ihr jetzt das getrocknet habt und dann da nochmal reingeht, jetzt machen wir da unten auch nochmal ein bisschen hin, wo das andere ist, dann legt sich das übereinander. Und ihr seht, wenn ich das jetzt trockne, nicht nur die andere Farbe ganz klar abgegrenzt, also da, wo diese Pünktchen, die bleiben jetzt da stehen. Hier oben, wo es ein bisschen mehr war, da wird so eine größere Fläche entstehen, aber auch diese Ränder entstehen da. Seht ihr, so grenzt sich diese Fläche da ab. Das passiert
aber nur, wenn ihr zwischendurch trocknet. Jetzt hätte ich mir gerade fast den Finger verbrannt. Wenn ihr das nicht trocknet, dann verschwimmt alles. Also nass in nass verblendet sich, meint Folgendes. Wenn ich das jetzt so mache, ich mache es jetzt mal voll extrem hier unten. Wenn ich das jetzt hier habe und das ist nass und diese Form ist hier und ich lasse das so und gehe dann nochmal rein, ja, ist es halt immer noch so. Oder beziehungsweise schwimmt dann. Seht ihr das, wie das hier schwimmt? Und das ist etwas, wenn das da so trocknet, wie, seht ihr diesen Strich da unten? Der würde, wenn der trocken ist, auch sichtbar sein. Wenn ihr das so wollt, dann könnt ihr das so machen. Das kann ja auch sinnvoll sein. Wenn ich sage, boah, das ist mir hier viel zu doll, diese Teilchen hier, diese Pünktchen sind viel zu extrem für mich, dann oder für das Projekt, dann kann ich das natürlich nehmen und das richtig da reindrücken und, jetzt habe ich es nicht getroffen, und die so ein bisschen abdecken damit. Jetzt sind sie weg. Also nicht weg, aber nicht mehr so stark sichtbar. Und wenn ich das jetzt trockne, dann hat mir jetzt diese Farbe, Entschuldigung, die Konkretheit dessen darunter etwas abgemildert. Und ich habe wie so einen grünen Nebel über dem anderen Grün. Das kann sinnvoll sein, wenn dir dein Hintergrund zu konkret ist. Das könnte ich hier natürlich auf diesem Papier auch machen. Wenn ich sage, es ist mir viel zu wuselig, dann kann ich da irgendwas drüber geben. Ja, aber wenn ihr das hier jetzt mal vergleicht, dann seht ihr hoffentlich, dass das erstens ganz anders in das Papier eingezogen ist und zum anderen, dass ein komplett anderer Effekt ist. Ich hoffe, dass das Sinn macht. Ja. Ist das alles, was ich euch dazu sagen will? Ich glaube schon. Und ich habe das auch lange Zeit irgendwie nicht so richtig geblickt. Was ist denn hier eigentlich Komisches auf meiner Matte? Ich muss unbedingt dieses Ding mal austauschen. Ich habe mich bisher immer geweigert, weil das noch so gut klebt. Und auch wenn das so eingefärbt ist, habe ich auch einige gefragt, ne? Auch wenn das so eingefärbt ist, das schaut zwar ein bisschen hässlich aus, aber das funktioniert trotzdem noch. Also, ne, das, da ist nichts mit. Die ist nur ein bisschen eingefärbt. Und das, was da drauf ist, das überträgt sich auch nicht auf dein Projekt. Ja, also wenn du das sauber abgewischt hast, das ist natürlich die Voraussetzung, aber dann überträgt sich das nicht auf dein Projekt. Das ist nur, dass es es ist halt einfach ein bisschen eingefärbt. Das ist aber nicht schlimm. Und deswegen benutze ich das so lange, wenn es abfallen würde, weil diese Selbstklebekraft, die lässt natürlich mit der Zeit nach. Wenn man das reinigt, kann es passieren, dass man da mal mit seinem Lappen oder so hängen bleibt. Und dann, wenn man das einmal hochgezogen hat, ist das wie mit einem Sticker, dann geht das halt irgendwann nicht mehr so gut. Deswegen passe ich da auch beim Reinigen immer ein bisschen auf, dass ich das so lange wie möglich verwenden kann. Aber dieses Ding, dieses Weiße, das habe ich jetzt drauf, seit ich die Matte habe. Also das ist mein erstes Ding. Und da ist schon wirklich ziemlich viel drauf passiert, muss ich sagen. Also ich meine, so basteltechnisch ist das. Wie klingt das? So, wie weit wollen wir das denn hier eigentlich fortschreiten lassen, Luise? Ich weiß es noch nicht. Ach so, übrigens, das ist auch noch so ein Punkt. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wenn man sich damit noch nicht so gut auskennt. Wenn wir jetzt über Oxide Ink reden, da haben mich auch einige neulich nachgefragt, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Oxide Ink und Ink. Das lässt sich in drei Sätzen nicht erklären und das ist auch nicht das Thema dieses Videos, aber die Oxide Ink gibt dir diesen oxidierten Effekt. Das bedeutet, wenn du dir diesen Hintergrund mal anguckst, dann siehst du diese kalkigen Stellen, oder? Also dieses türkisliche, fast schon, boah, ich verbrenne mir hier heute alle Nasen lang den Finger. Da zum Beispiel dieses bräunliche, das ist die Oxidation von Forest Moss. Hier diese anderen Farbtöne, die, ja, sagen wir mal, alles, was nicht grün ist, ist die Oxidation. Und diese Eigenschaft zu oxidieren ist eine einzigartige Eigenschaft, die Oxide Inks haben. Du kannst mit den Inks natürlich auch layern, aber die haben dann nicht diesen Oxide-Effekt. Also du kannst natürlich, wenn du Inkpads hast, genau das, was ich jetzt hier mache, auch machen. Aber dann, und du erhältst auch solche schönen Muster dann, aber eben keine Oxidation. Und gerade bei den Oxide-Inks finde ich,
mehr Layer eigentlich immer interessanter. Und ich glaube, es gibt einige, und das habe ich früher auch nicht gecheckt, die zu früh aufhören. Ja, du hast jetzt gesehen, ich habe jetzt mehrfach, sehr häufig würde ich mal sagen, das da eingetunkt und trockne das immer wieder zwischendurch. Durch die Kombination mit dem Wasser, also dadurch, dass es mit Wasser in Berührung kommt, oxidiert es erst. Ja, also du hast hier diese Tinte drin und sobald die mit Wasser in Berührung kommt, oxidiert sie und dann kriegst du diese interessanten Stellen. Bei der Oxiding. Und wenn du jetzt mit diesen Lagen und diesem reindippen, trocknen zu früh aufhörst, dann, ja, dann schaut das nicht so interessant aus. Dann hast du eben diese ganzen Stellen einfach nicht, weil, wo habe ich jetzt denn gerade mein Piece hier hingeschmissen? Schaut euch das an. Das war jetzt zweimal und getrocknet. Ja, das heißt, der Effekt hier ist zwar da, das ist ja hier auch oxidiert, ja, das ist auch die Oxidation, aber das schaut noch nicht so interessant aus wie das und noch nicht so detailliert, weil wir hier nur zweimal gedippt und getrocknet haben. Daher kommt das. Möchte ich jetzt eigentlich diese weißen Stellen da noch weg haben? Eigentlich finde ich die ganz interessant. Schaut jetzt irgendwie ganz gut aus. Und ich mache das dann ganz gerne so. Also Papier hat kein Gedächtnis so. Ne? Das, und dieses Papier verzeiht sehr viel, wie ich finde. Gerade für so nasse Techniken ist dieser Watercolor Cardstock von Ranger ganz gut. Weil, seht ihr, der ist dann wieder ziemlich gerade. Finde ich ganz gut. Und da möchte ich auch noch kurz euch auf etwas hinweisen. Denn das kann man jetzt auch natürlich zusätzlich noch machen. Wenn ich jetzt Folgendes tue, ich nehme mir schon mal ein trockenes Zewa hier bereit und dann spritze ich ein bisschen, ich glaube, ich mache das heute mal mit einem Pinsel. Wo ist mein Spritzepinsel? Hier. Wenn ich, also, die Oxidation dieser drei verschiedenen Farben hat hier schon stattgefunden. Die Oxidation ist schon überall hier drauf. Ja, es gibt nämlich manche, die kommen ein bisschen ins Schleudern, wenn es um die verschiedenen Techniken und die verschiedenen Begriffe geht. Ich will jetzt hier nicht klugscheißern oder irgendwas. Ich möchte euch nur die richtigen Begriffe mit auf den Weg geben, falls ihr da Interesse daran habt, mit den richtigen Begriffen auch zu kommunizieren. Das kann nämlich manchmal echt zu Verwirrungen führen, wenn man sich mit anderen unterhält. Und man sagt nicht das, was man eigentlich meint, weil man gar nicht weiß, wie das eigentlich heißt. Ja, so, das ist ja nicht schlimm, aber dafür mache ich das ja hier. Also, pass auf. Die Oxidation hat hier schon stattgefunden. Und diese ganzen milchigen, kreidigen Stellen sind die Oxidation. Jetzt kann ich natürlich auch noch einen zusätzlichen Effekt machen, indem ich hier mir Wasser nehme. Ich mache das jetzt mit dem Pinsel, weil mein Muster schon sehr klein detailliert ist und deswegen mache ich das nicht mit der Hand so drauf, weil ich das ein bisschen besser jetzt mit dem Pinsel so kontrollieren kann. Aber das ist wurscht. Du kannst das mit dem Pinsel machen, du kannst es so raufspritzen mit der Hand, indem du dir vorher Wasser auf die Hand machst und dann so. Oder du kannst dieses Ding nehmen und ganz vorsichtig drücken, dann kommt nicht so ein Sprühstoß, so ein Nebel, sondern so kleinere Pünktchen. So. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, das hier anzuföhnen und wirklich trocken zu föhnen. Dann habt ihr da auch nochmal so coole Stellen. Die zweite Möglichkeit ist, es nur halb zu föhnen und dann mit dem Küchentuch runterzunehmen. Und die letzte Möglichkeit ist es, was habe ich jetzt gesagt? Ihr könnt es Luft trocknen lassen oder was auch immer. Ihr könnt es auch drauf spritzen. Und warten, ja, worum es mir jetzt aber geht, ist, wenn ihr das noch feucht habt und ihr nehmt das so und nehmt das wieder runter. Was passiert jetzt hier? Durch das Wasser ist die Tinte reaktiviert. Die Tinte ist jetzt in dem Küchentuch, ihr seht diese gelblich-grünlichen Stellen hier. Und wenn ich das jetzt runternehme, dann habe ich hier diese hellen Stellen, die sehr interessant aussehen. Ich glaube, davon möchte ich noch mehr haben. Ich habe jetzt durch mein Gerede hier ein bisschen zu lange geföhnt. Worum es mir aber geht, ist, das da, dieses Helle, das ist nicht die Oxidation. Das sagen manche falsch. Das ist nicht die Oxidation. Was ist das?
Wenn ich jetzt hier Wasser drauf spritze, dann löst sich die Tinte, die ich schon auf der Karte habe, wieder ab. Auf. Ins Wasser rein. Ja, also das ist wie angelöst dann sozusagen. Nehme ich jetzt mein Tuch, dann seht ihr, was hier passiert. Es nimmt mir die Tinte hoch, die jetzt in dem Wasser gelöst ist. Und ich kriege diese hellen Stellen. Was ich jetzt hier habe, ist aber lediglich das, was vom Papier nicht mehr runtergeht durch dieses Abheben. Das ist nicht die Oxidation. Das da, das Braune da, was da geblieben ist, weil da kein Wasser war, das ist oxidiert. Das hier zum Beispiel, das ist oxidiert. Diese braunen Stellen und gräulichen Stellen hier, das ist oxidiert. Aber diese hellen Stellen, wo ich das wieder runtergenommen habe, das ist nicht die Oxidation. Das sind nur die Stellen, wo ich es heller gemacht habe, dadurch, dass ich die Tinte runtergenommen habe. Ich möchte hier keinen irgendwie bevormunden, verbessern oder sonst irgendwas. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Aber es gibt manche, die sagen dann so, boah, guck mal hier, die schöne Oxidation. Da kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich mir denke, ja, wo ist sie denn? Also ich meine, wo du hinzeigst, ist sie nicht, weil da ist einfach nur die Tinte hochgenommen. Das ist einfach nur, ja, wie eine hellere Variante der Farben, die da drunter sind, sozusagen. Mehr ist das nicht. Ist natürlich ein schöner Effekt. Also wenn ich sage, mehr ist das nicht, soll das nicht heißen, das ist doof oder minderwertig oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach nur vom Begriff her anders. Und das könnte ja vielleicht für euch auch hilfreich sein. Ich erzähle euch das hauptsächlich auch deshalb, weil ich weiß, dass sehr viele auch englische Videos angucken, weil es ja, es gibt zwar sehr viele deutsche Kanäle auch inzwischen, aber es gibt, denke ich mal, mehr englischsprachige Kanäle, die sich mit diesen Medien auseinandersetzen und die mit diesen Medien arbeiten. Und wenn man ein englisches Video anschaut, wenn man nur halbwegs oder kein Englisch versteht, und ich weiß, dass es vielen von euch so geht, dann ist es manchmal schwierig, diese Begriffe überhaupt zu kapieren, beziehungsweise zu wissen, was meinen die denn eigentlich damit. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich euch das hier erzähle. Ja, so, dass ihr da, wenn ihr das im Englischen hört, das auch einfach besser verstehen könnt, was da geredet wird und auch besser einschätzen könnt, ob das wirklich stimmt, was die da manchmal so erzählen. Das heißt nicht, dass das alles stimmt, was ich immer hier so erzähle. Ja, ich mache auch Fehler und ich sage auch manchmal irgendwelchen Quatsch wahrscheinlich, wo man sich dann hinterher denken könnte, was will die Frau? Das stimmt so nicht, mit Sicherheit. Wenn das so ist, weist mich bitte darauf hin und sagt mir bitte, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder so. Aber ich bemühe mich natürlich, dass es nicht vorkommt. Wo ist denn mein... So, das will ich ja gar nicht nehmen. Ich will Fred Burlap. Also, ne, wir sind alles nur Menschen, ist klar. Und deswegen passieren Fehler, das ist ja ganz klar. Ich möchte nur nicht, dass das hier irgendwie falsch verstanden wird. Ich möchte jetzt das hier stempeln. Und zwar mit Fred Burlap, weil ich denke, dass das... Also, das ist auch immer so, ne... Ist da, versteht mich nicht falsch, ne? Wenn ich das da dran habe, macht das so nicht. Also wenn ihr, das könnt ihr auch, natürlich könnt ihr das nicht, macht das so nicht, Luise. Ihr könnt das so machen, wenn ihr wisst, wie die Farbe rauskommt. Manchmal sieht das, glaube ich, bei mir in den Videos so aus, wenn ich die Videos schneide und gucke mir das später nochmal an, habe ich manchmal den Eindruck, dass das so rüberkommen könnte, als würde ich das da dran halten und dann die Farbe entscheiden. Tue ich aber nicht. Ich weiß, wie das rauskommt. Ich mache manchmal automatisch so, weil ich mir vorstellen kann, wie es zusammenpassen wird. Aber diese Farbe hier auf dem Inkpad selbst, auf diesem Label, die ist ja nicht die gleiche Farbe, wie die, die es später haben wird, wenn es fertig ist. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ihr neu seid und ihr habt eure Oxide-Inkpads noch nicht so lange oder auch die Inkpads, macht das so bitte nicht. Ja? Vergleicht nicht da irgendwie so die Farbe, sondern macht euch irgendwie einen Swatch oder sowas, also so ein kleines Muster, dass ihr seht, wie die Farbe rauskommt. Wenn ich das so mache, dann weiß ich, dass ich weiß, was ich tue, ja, weil ich das halt schon lange mache und weiß, wie die Farbe rauskommt. Und das habe ich jetzt gerade mal hier reflektiert, dass das ein bisschen komisch rüberkommen könnte. So, nichtsdestotrotz nehmen wir uns hier aber ein etwas dünneres Papier. Was habe ich denn hier noch so rumliegen? Ist das hier glatt von der Rückseite? Weil da möchte ich jetzt, ich möchte euch nämlich auch zeigen, ja, ich glaube, das sollte zum Stempeln geeignet sein. Ich möchte euch nämlich auch zeigen, dass es nicht unbedingt vonnöten ist, dass ihr Aquarellpapier habt. Weil es gibt ja einige, die haben da keinen Zugang zu Aquarellpapier oder die denken sich, oh, ich habe eine Tonne anderes Papier, was ich erstmal aufbrauchen muss. Und das ist natürlich durchaus legitim. Boah, die gehen aber, haben die da irgendwas geändert? Die gehen aber leicht raus diesmal, ey.
Dieses, die viele, nicht alle, aber viele Stempelsets von Stampers Anonymous und Tim Holz, die kommen ja mit diesem Außengummi drum, sodass man die Stempel dann da erstmal so rausmachen kann. Ich finde dich sehr satisfying. Ich denke gerade, es geht so leicht diesmal. Ist ja cool. Ich möchte jetzt erstmal hier, ich weiß gar noch nicht, welche von den Herzchen ich hier eigentlich alles so be benutzen will, keine Ahnung. Ich möchte erstmal so viele wie möglich stempeln, die hier drauf passen, damit ich die dann danach ausschneiden und positionieren kann. Wer mich kennt, weiß, es könnte heute etwas länger dauern, weil sie positioniert irgendwas. Und wenn sie, wo ist denn jetzt mein Drückenupsi hier? Wenn sie irgendwas positioniert, dauert es meistens etwas länger. So. Also der Plan ist, ich tinte mir die gerade ein. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Entschuldigung. Jetzt will ich die. Oh nein, jetzt sind mir die da abgeflogen. Okay, stempeln wir die gleich mal. Nochmal separat. Was will ich sagen? Ich will die mir jetzt erstmal da drauf stempeln. Und dann ausschneiden und dann entscheiden, was wohin kommt und wie ich das da positionieren will. Jetzt überlege ich allerdings gerade, soll ich die mit etwas Wasser besprühen oder soll ich die einfach so stempeln? Naja, wir können ja mal mehrere Versuche machen. Ich habe die nämlich jetzt tatsächlich eben aus der Verpackung rausgeholt und noch nicht einmal irgendwie Probe gestempelt oder so, um zu sehen, wie die rauskommen. Die sind jetzt quasi frisch aus dem Paket. Und mein Oxide Ink Pad, das ist leicht leer, wie ich gerade feststelle. Das sollte ich mal wieder nachfüllen. Es kommt, weil ich diese Farbe so häufig verwende. Aber das ist ja das Gute an dieser Stempelhilfe. Habe ich auch lange Zeit unterschätzt. Dass man da sich einfach keine Sorgen machen braucht, weil man so oft darüber stempeln kann, wie man will. Irgendwie ist das, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie nicht intensiv genug. Das kommt, weil mein Inkpad leer ist, ein bisschen leer. Jetzt mache ich das mal so. Ich mach mir nochmal einmal die Oxide Ink hier drauf und dann sprühe ich ganz leicht einen Nebel von Wasser auf meine Stempel drauf. Ziemlich weit weg. Einfach nur so einen kleinen Nebel, dass das so leicht angefeuchtet ist. In der Hoffnung, dass mir das bei dem da jetzt nicht mehr weiß, wie verschwimmt. Denn dadurch kriegt man so einen kleinen Watercolor-Effekt. Mal gucken, ob das gut aussieht. Ansonsten werde ich eine dunklere Farbe verwenden zum Stempeln. Huch! Da seht ihr, jetzt, was passiert, wenn ihr so wirklich richtig eigenartiges Papier nehmt. Seht ihr? Schaut jetzt sehr grungy aus. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wenn ihr auf diesem Ding föhnt, bewegt den Föhn bitte ganz schnell und föhnt nicht zu lange. Ansonsten verbiegt sich euch dieses Ding, dieses Material hier. Wir nehmen mal noch mal ein bisschen Wasser, weil ich sehe, hier ist noch ein bisschen was dran. Von der Tinte meine ich jetzt. Vielleicht können wir da irgendeinen coolen Effekt hinkriegen. Ich bin noch nicht so ganz glücklich damit. Vielleicht hätte ich das doch auf dem Watercolor-Cardstock stempeln sollen. Die sehen ja wunderschön aus, ne? Also da kann sich der Tim auch was drauf einbilden, dass ich sage, Herzchen sind schön. Weil es liegt jetzt schon irgendwie an diesen Herzchen, dass ich das schön finde. Ganz ehrlich, ne, als das Set rausgekommen ist, das hatte ich gesehen. Auf Instagram hatte er das gepostet, da habe ich gedacht, ach du lieber Gott, Herzchen. So, was soll ich denn jetzt? Bitte tun, Hilfe. Zu meiner Mami. Ja, jetzt
wenn ich das so sehe, also das da, das ist ja richtig geil, ne? Diese Details, die der in diesen Stempeln da drin hat oftmals, die sind für mich einfach nur faszinierend. Hier ist das ja jetzt sehr grob, also ne, diese Linien zum Beispiel von diesem gekritzelten Herz, die sind sehr grob. Aber ihr kennt ja bestimmt auch zum Beispiel dieses, wie heißt das Set nochmal? Specimen heißt das, glaube ich, wo dieser krasse Schmetterling drin ist. Der hat so mega viele, warum wird das nicht trocken? So mega viele Details und so winzig, futzi kleine Linien. Oder auch die Sets, die letztes Halloween rausgekommen sind. Da denke ich mir auch jedes Mal, Halleluja, was ist das? Richtig krass. Weil das einfach so viele Details hat. Und auch zum Beispiel dieses kleine da, ne? Das finde ich ja total toll. Ich meine, wenn man das jetzt ausschneidet, muss man sich mal überlegen, wo man lang schneiden will. Aber ich finde das toll, dass das so nicht perfekt ist. Weil versucht das mal so hinzumalen, irgendwie würde ich nicht hinkriegen. Und insofern ist das cool, dass das so ist. Ich glaube, ich schneide das mit einem Rand aus. Was meint ihr? Soll ich das mit einem Rand ausschneiden? Ich schneide erstmal grob. Mich mal einer dazu bringt, so Herzchen zu verwenden. Also, muss ja schon sagen, Respekt, Tim, Respekt. Ich mache nur Spaß. Na, nicht wirklich. Oh, guck mal. Finde ich das jetzt gut, dass das so sich nicht wer weiß wie abhebt? Oder finde ich das nicht gut? Ursprünglich dachte ich finde das gut. Und was ich hier dran auch toll finde, ist, ich merke gerade, man muss gar nicht so nachdenken beim Ausschneiden. Ich finde nämlich, wenn man so regelmäßige Herzchen ausschneidet, also ne, zum Beispiel aus einer Zeitung oder keine Ahnung woraus oder was weiß ich, wo man die herhaben könnte, kommt es immer darauf an, wie man das ausschneidet, dass das gut aussieht. Weil ich finde, wenn man jetzt ein Herz zum Beispiel von einer Zeitung ausschneidet und man verschneidet sich da so ein bisschen und man kommt irgendwie ne, so ein kleines bisschen da über das Muster, dann schaut das gleich blöd aus. Aber hier sieht man, dass das so muss. Der Rand ist jetzt ein bisschen breit. Und nicht nur, dass das so muss, sondern also dadurch, dass das so wellig ist, finde ich, ist das einfacher zum Ausschneiden irgendwie. Ja. Ich hatte ja schon mal drüber nachgedacht, weil ich so ein bisschen wehmütig bin, dass das jetzt hier alles so vorbei sein soll, dieser Februarmonat. Ob wir das vielleicht nächsten Februar wieder so machen. Also ich meine, habe ich ja hoffentlich nochmal Geburtstag. So. Zwischendurch habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mir irgendwelche Leute suche, die, also ne, eine Person, die jetzt im März Geburtstag hat, kommt zu mir und bastelt mit mir. Wir feiern dann deinen Geburtsmonat. Aber ich will euch natürlich auch hier mit der Partymacherei nicht auf die Nerven gehen. Aber ihr könnt mir ja mal vielleicht einen Kommentar hinterlassen, ob ihr das nächstes Jahr nochmal machen wollt oder nicht. Dann würde ich nicht so mit Fragezeichen in den Augen hier sitzen und mich fragen, wollen die das sehen, wollen die das nochmal machen oder haben die da keinen Bock drauf? Und mich würde auch interessieren, ob ihr Bock habt, nochmal mit mir ein bisschen rumzuhängen, weil wir hätten dann nämlich noch so eine Chance, nochmal rumzuhängen, wie wir es am Anfang vom Monat schon gemacht haben. Für die, die schon dabei waren, ihr wisst Bescheid, worüber ich jetzt gerade rede. Für die, die neu sind, wir hatten uns am Anfang des Monats, am 4. Februar, um genau zu sein, das war nämlich genau mein Geburtstag, bei einem kleinen Live-Konzert getroffen, welches online stattgefunden hat auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Sascha Dehm. Das ist ein Singer und Songwriter aus dem schönen Schwabenland, wie er jetzt sagen würde.
Und es hat sich zufällig ergeben, dass mein Geburtstag und sein Wohnzimmerkonzert auf den gleichen Tag gefallen sind. Und deswegen hatte ich euch das vorgeschlagen, dass wir uns da treffen könnten. Sehr viele Menschen sind dieser Einladung gefolgt. Ihr wisst, dass ich mich da sehr, 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 sehr wahnsinnig drüber gefreut habe. Ich habe tagelang danach nicht mehr meinen Namen gekannt, wie ihr auch bemerkt habt in meinen darauf folgenden Videos, also die dem Tag gefolgt sind. Ja, was soll ich jetzt sagen? Das war sehr, sehr krass für mich. Mich da wahnsinnig drüber gefreut. Und ich würde mich freuen, wenn wir den Monat mit sowas auch abschließen könnten. Jetzt werdet ihr gleich rummotzen, weil sagt er gleich bestimmt, Luise hat keine Ahnung von Daten und so weiter. Denn das nächste Wohnzimmerkonzert ist am 3. März. Das ist jetzt genau genommen nicht mehr Februar, ist mir auch klar. Aber für mich ist der 3. März immer noch Ende Februar. Also falls ihr da noch mal diesem Spektakel beiwohnen möchtet und euch ein bisschen mit mir unterhalten möchtet in dem Chat da, könntet ihr das tun, indem ihr am 3. März um 18 Uhr dort erscheint. Die Links zu Saschas Social Media sind alle unten in der Infobox und der Link zum Wohnzimmerkonzert befindet sich auch da unten drin, sodass ihr da direkt draufklicken und draufkommen könnt und euch auch, wenn ihr möchtet, die Benachrichtigung einschalten könnt, sodass YouTube euch nochmal daran erinnert. Also dieser Hintergrund, der ist verdammt giftig für meine Botschaft hier. Also meine Botschaft, die sollte jetzt eigentlich so mit Liebe so was zu tun haben, ne, für euch. Aber das ist irgendwie verdammt giftig. Entweder ist das die falsche Farbe. Jetzt hatte ich mir das vor meinem inneren Auge irgendwie so ausgemalt, dass das gut passt. Aber das Crushed Olive, das kommt so stark durch. Denn das hier, das gefällt mir gut. Kann ich auf meinen Hintergrund noch mehr Oxidation irgendwie bringen? Oder können wir hier irgendwie was drüber setzen, was das etwas abschwächt und dann vielleicht da so das so machen? So vielleicht? Das schaut aber sehr regelmäßig dann aus, ne? Diese Form von so Herzchen, ne? Das ist für mich wirklich, also es hat ja einen Grund, dass ich sage, ich mag Herzchen nicht so gerne, ne? Wisst ihr, wie das kommt? Diese Form, mit der Form kann ich schlecht irgendwie. Vielleicht will ich das aber auch so. Und dann dahinter so ein Stück setzen. Davon. Also von was anderem. Beziehungsweise, was man natürlich auch machen könnte, wäre, weil ich finde eigentlich, dass die Herzen auf dem Untergrund gar nicht so schlecht aussehen, bloß ist das zu viel. Zu viel von der Farbe. Pass mal auf. Ist ja nichts verloren. Ich mache einen zweiten Hintergrund in einer anderen Farbe und zwar eher bräunlich-grünlich. Und dann könnte man hiervon so ein Stück abschneiden und zwar diese obere Portion, weil da ist es nämlich sehr harmonisch eigentlich irgendwie so von den Farben her. Be in Bezug auf dieses hier, diese Farbe. Ja, und wenn wir das dann so vielleicht machen, dann könnten wir vielleicht sogar die anderen. Ja, pass auf. Wir nehmen uns noch so ein Ding, so ein Aquarellpapier und machen einen Hintergrund mit Frayed Burlap gelayert.
Und zwar so, dass der wirklich richtig stark oxidiert. Dann könnt ihr das vielleicht auch noch mal sehen. Hier seht ihr die Oxidation auf dem Herz, dieses bläulich-gräuliche da. Das ist die Oxidation von dieser Farbe, Frayed Burlap. Und das kann ich natürlich noch extremer hinkriegen, dass es extremer oxidiert, indem ich mehr Layer hier mache. Ja, und seht ihr, wenn ihr ein leeres Inkpad habt, dann passiert sowas. Da ist einfach nicht mehr genug Tinte drin. Es ist einfach nicht mehr genug Tinte da drin. Okay. Frayed Burlap. Nehmen wir das Oxide Spray. Das ist natürlich ein bisschen anders als die Tinte, aber das sollte trotzdem gut werden, denke ich. Und dann wäre es ja eigentlich auch anders machen. Ihr könnt, wenn ihr hier, also mit diesem Spray, könnt ihr auch natürlich diese Rein-Dip-Technik machen. Ihr könnt das auch hier drauf sprühen und wenn ihr möchtet, noch ein bisschen Wasser dazu und dann reindippen und das genauso machen, wie ich das eben mit dem anderen Hintergrund gemacht habe. Ihr könnt aber auch das sprühen. Natürlich, deswegen ist es ja ein Spray. Ich drücke ganz vorsichtig. Seht ihr, dann kommen auch solche Pünktchen. Ich möchte das Weiß jetzt hier ziemlich abdecken. Der Effekt wird natürlich ein bisschen anders, ist klar, ne? Aber ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt, dass das hier ein bisschen flott vonstatten geht. Ich könnte natürlich nochmal so einen anderen Hintergrund machen. Aber, was ich mir jetzt auch gerade denke, da wird ja einiges davon auch abgedeckt. Also warum soll ich das jetzt nicht so machen? Das geht ja viel schneller. Komisches Argument, ne? Nicht, dass ich hier irgendwie in Zeithetze wäre oder so. Gar nicht, aber ich finde es auch cool. Also ich habe ja jetzt irgendwie so mehrere Argumente in meinem Kopf gerade gehabt, warum ich das so mache. Weil dann haben wir auch zwei verschiedene Optiken von diesen geinkten Papieren. Finde ich gar nicht so blöd. Und hier seht ihr jetzt schon, wie die Oxidation hier rauskommt. Ich finde ja, also, dass ich das dann nicht morgens in meinen Kaffee reinmache, ne, das ist echt alles. Ich liebe diese Farbe so sehr, das ist einfach fantastisch. Ja. Das schaut schon mal wesentlich besser aus. Und vielleicht lassen wir einfach diesen Farbton komplett weg. Ich meine, das kann man ja, ist da manchmal habe ich so, sowas und denke mir, das gefällt mir hier überhaupt gar nicht, hatte ich mir ganz anders vorgestellt oder ich konnte es nicht richtig, was heißt anders vorgestellt? Ja, ich konnte es nicht anders, nicht richtig visualisieren oder so, aber dadurch ist das ja nicht verloren. Also dadurch schafft man sich einen coolen Vorrat an Kartenhintergründen, finde ich. Wenn man sowas übrig hat, dann kommt das halt bei mir in meinen Karten, also in meine Ephemera-Aufbewahrung und ja, ist es da. Und das nächste Mal, wenn ich so eine Farbe Hintergrund brauche, dann habe ich das schon fertig, weil so. Ich habe es jetzt erstmal nur irgendwie draufgelegt, weil, um zu sehen, wie das wirkt. Eine andere Möglichkeit wäre, wie ich eben schon kurz mal gesagt hatte, das abzuschneiden hier, so ein Stück, also einfach nur so ein Streifen. Und dann die Herzen da so draufzusetzen, dass die da wie so auf so einer kleinen Reihe so aufgedingst sind. Das finde ich aber auch nicht schlecht. Ich möchte das irgendwie so ein bisschen fröhlich haben. Ist doch so ein bisschen fröhlich. Ich mache das so. Ich bin gerade irgendwie total verstört. Merkt ihr das? Das ist jetzt so ein Moment, wo ich jetzt, also wenn das jetzt hier so ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Video wäre, ne? Das ist ja auch ein normales Video. Was soll es sonst sein, Luise? Aber die Art und Weise, wie ich das hier mache, ist anders. Ja, also ich setze mich hier hin und mache das und rede mit euch. Und wir basteln hier was zusammen, so, ja? Das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich, ja, in Anführungsstrichen, ein normales Video machen würde. Und normalerweise, wenn das jetzt hier ein anderes Video wäre, so ein normales halt, dann würde ich wahrscheinlich hier mal auf Pause drücken und erstmal irgendwie eine Runde denken gehen.
wahrscheinlich dann auch keine Lösung dafür finden, aber also keine Antwort darauf finden, aber es ist zu breit. Warum habe ich das denn jetzt bitteschön so breit abgeschnitten? Wahrscheinlich hat das auch das wieder irgendeinen Sinn. Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich zu schmal und das ist so breit, wie es muss. Ja, guck mal, das schaut ein bisschen harmonischer aus. Ich bin aber immer noch nicht ganz schlüssig, ob ich die Herzen wirklich so haben will. Zuerst ursprünglich hatte ich gedacht, ich möchte meine Karte so rum machen. Also, da war die Idee mit dem Streifen auch noch nicht vorhanden, ja, so. Schaut auch nicht so ganz übel aus. Ihr Kartenbastler da draußen, ne? Also die unter euch, die Kartenbastler sind und sich selbst als solches bezeichnen. Wenn ihr jetzt so eine Karte macht, ne? Habt ihr da vorher so ein Design im Kopf, wie das dann aussehen wird am Ende? Es gibt ja, glaube ich, sogenannte so Kartensketche oder wie nennt ihr das? Wo die Aufteilung von den einzelnen Elementen so drauf ist, ne? Habt ihr das dann so im Kopf so? Also wisst ihr das vorher ganz genau, wie das aussehen soll? Oder fummelt ihr da auch so lange rum? Das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Das ist kein Spaß. Weil ich habe da nämlich manchmal echt Schwierigkeiten, mir das vorher vorzustellen. Hier habe ich jetzt nicht versucht, mir irgendwas vorzustellen, sondern ich habe einfach so drauf losgetan, um herauszufinden, was dann passieren wird, wenn man das macht. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich eine Karte mache, ich habe das und das und das Element. Und die Elemente möchte ich benutzen. Mir dann aber vorzustellen, wie groß und wohin und in welcher Proportion und so weiter das alles sein muss, das finde ich total schwer. Gibt es eigentlich einen Trick? Ich glaube, ich muss erstmal diesen Hintergrund hier noch ein bisschen anders machen, dass er sich vom Style her von diesem hier abgrenzt. Wenn ich das hier angucke, dann habe ich das Gefühl, alles ist irgendwie mit der gleichen Technik gemacht, obwohl das nicht so ist. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme das und diesen Embossing-Folder. Der passt, finde ich, vom Thema oder wie soll man mal sagen, ganz gut hier dazu, weil hier sind ganz viele verschiedene Zahlen. Hier ist auch noch 4 und 2, also 4.2. Ich weiß nicht, wie viel man später noch davon sehen wird, aber das macht nichts, weil ich weiß, dass das da ist. Hier ist auch noch eine 2. Ist da noch eine andere 4? Nee. Und doch hier. Da ist noch eine 4 und da ist die andere 2. Und dieses ist übrigens Nummer 665753. Das heißt numbered, glaube ich. Ja, numbered. Und ich möchte auch noch mehr Kontrast in dieses Ganze reinbringen. Ich habe Kontrast durch diese weißen Umrandungen von den Herzchen. Aber ich möchte außerdem auch noch dunkleren Kontrast haben. Weiß noch nicht ganz genau, wie ich das anstelle, mit was für einer Technik. Auf jeden Fall werde ich das hier erstmal einmal embossen. So, here we go. Jetzt ist die Frage, wie bringen wir jetzt dieses Muster, was wir hier haben, etwas mehr raus? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Wachs zu nehmen und den so rüber zu machen in einer dunklen Farbe. Allerdings habe ich nur schwarzen Wachs. Wie wäre es aber mit ein wenig Acrylfarbe? Die könnten wir ja da so drüber brayern. Allerdings frage ich mich jetzt gerade, ob ich wirklich schwarz will oder ganz dunkles Braun. Wie wär's denn
Wir nehmen Scorched Timber. Gucken wir mal. Wenn das zu hell ist, dann kann ich ja immer noch einen dunkleren, mit einem dunkleren Ton drüber gehen. Also, sprich, schwarz. Schauen wir mal. Und wisst ihr, das ist auch so, ne? Jetzt habe ich gerade zwischendurch was gegessen. Also ich hatte hier mal kurz auf Pause gedrückt und habe was gegessen. Und während ich gegessen habe, habe ich auf Instagram ein bisschen rumgeguckt und da habe ich was gesehen. Auch mit dem Embossing-Folder. Und dadurch bin ich auch darauf gekommen, das jetzt so zu machen. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen gemein. Das war zwar mit einem anderen Stempel, das war überhaupt, war das? Nee, das war nur embossed. Das war so eine Hintergrundtechnik. Aber die Person, also genau genommen war das Susi von Shabby Soul, die hat Fotopapier genommen und dann mit diesem Embossing-Folder auch gearbeitet und Oxide Ink. Und dann hat sie die Oxidation, also ich rede von in diesem Fall von glänzendem Fotopapier, was sie verwendet hat. Und da hat sie dann die Oxidation wieder runtergewischt, sodass die Inkfarbe dann übrig bleibt. Das hat wahnsinnig genial ausgesehen, muss ich sagen. Das wäre hier auch eine Möglichkeit, was man hätte tun können. Das habe ich mir aber gerade gedacht, ich möchte das irgendwie als Anregung nehmen. Um hier voranzukommen mit dieser Idee, die hier gerade eigentlich erst entsteht. Kennt ihr das? Dass ihr so, also deswegen habe ich eben diese Frage gestellt an alle, die wirklich, also sagen wir mal, offizielle Kartenbastler sind. Wisst ihr, was ich meine? Als Junk Journaler ist man ja irgendwie auch so ein halber Kartenbastler vielleicht. Weiß nicht, ob das jetzt vermessen ist, das zu sagen. Aber wenn ich eine Journaling-Karte mache, ja, was mache ich dann? Dann mache ich eine Karte. Also bin ich dann auch ein Kartenbastler, oder? Bin ich doch irgendwie auch, oder? Ich möchte so gerne sein. Aber oftmals ist das so, dass das, ja, dass diese einzelnen Komponenten sich sehr verändern, zum einen, dass Komponenten dazukommen, während ich das mache, und dass ich das nicht schon alles vorher irgendwie fix und fertig da liegen habe und dann, also ne, die einzelnen Teile fertig gemacht habe und dann zusammensetze, weil ich da manchmal gar nicht weiß, wie will ich das denn eigentlich, wie muss das denn so. Und vielleicht gibt es dann eben sowas, wo ich mir denke, ich habe einen Hintergrund gemacht, aber irgendwas fehlt mir da noch. Und dann überlege ich mir, wo habe ich jetzt gerade Bock drauf? Was könnte gut aussehen natürlich? Also es ist ja auch eine Voraussetzung dafür, was man entscheidet, was man tun will. Aber hauptsächlich denke ich mir auch, wo habe ich jetzt gerade Bock drauf? Und ja, dann kommen eben solche Sachen. Dann denke ich mir, diesen Embossing-Folder, den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und so entstehen dann auch irgendwie Entscheidungen so irgendwie. Und dadurch entstehen natürlich dann unterschiedliche Komponenten, die diese Karte dann später haben wird. Wo ist denn jetzt mein? So. Ich lasse eigentlich gar nicht so dunkel inken. Nehmen wir mal Scorch Timber Oxide Ink zum Inken der Ränder da. Nämlich auch sowas, was ich gerne vergesse. So, Karte zusammengebaut. Denkst du dir, ach du meine Güte, wieso habe ich denn das jetzt hier nicht geinkt? Wollte ich doch inken. Ist ja nicht unbedingt notwendig, aber wenn man es machen will und man vergisst es, ist das natürlich auch ein bisschen blöd. Jetzt stellt sich das ja eigentlich so dar, dass, also nicht nur eigentlich, sondern das stellt sich so dar, dass die Paint hier ein Resist gebildet hat. Das heißt also, wenn ich jetzt weiße Spritzer spritzen würde, müssten die auf der Scorched Timber Paint weiß bleiben.
und auf dem Hintergrund sich etwas einfärben. Das finde ich aber gar nicht mal so blöd. Allerdings werden wir vorher, oh, ich glaube, dann kriegen wir, ich glaube, so kriegen wir den Zusammenhang. Wir werden vorher noch mit Peeled Paint, Crayon und einer Farbe, die dieser Oxidation sehr nahe kommt, Cracked Pistachio ist vielleicht ein bisschen zu türkis. Was passt denn hier gut dazu? Tumbled Glass vielleicht? Ja. Ja, schauen wir mal. Ich möchte so ein bisschen diese Struktur noch so rausbringen. Und auch so ein kleines bisschen bei den Zahlen hier. Da so ein, wisst ihr, dann kommt das so ein bisschen anders noch raus. Dann sieht das so aus, als wenn da vielleicht irgendwie mal was drauf gelaufen wäre und das ist dann da so hängen geblieben an diesen Zahlen. Das mache ich natürlich nicht überall und auch sehr unregelmäßig, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass hier so eine gleichmäßige Optik entsteht, so als wenn das so aussieht, als wenn das so ein Schatten oder sowas wäre. Sowas will ich nicht, ich will hier nur so ein paar Stellen haben, dass auch, dass das so ein bisschen leuchtet. Ihr seht schon, das strahlt sehr raus. Vielleicht sollte man das rausdrehen, wenn man es benutzen will. Die ist sehr nicht leuchtend, aber auf jeden Fall ist der Farbton ganz gut. Nicht zu viel. Das ist trocken übrigens. Ich rubbel das Grüne da jetzt richtig so rein, dass das sich recht gut verteilt, weil ich das nicht so, das schaut ein bisschen strichmäßig da irgendwie aus. Und ich gehe über die Zahlen drüber, sodass ich dann die Kreide von den Zahlen wieder runternehmen kann, wo ja die Acrylfarbe drauf ist. Dann, also das ist ja so resistent dann, dass ich das wieder runterkriege, solange das noch nicht getrocknet ist. Und so kann man das ein bisschen in den Hintergrund einmassieren, dann wird es auch ein bisschen unregelmäßiger irgendwie, was das Ziel ist. So. Ich überlege die ganze Zeit. Ich überlege wirklich, oh, das schaut, das, guck mal, das schaut jetzt viel besser aus. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwas Gelbliches nehmen soll, um das hier drauf zu malen. Weil hier das Crushed Olive, das wirkt so gelb. Also das ist ja auch sehr gelb, aber was ist mit so einem richtigen Gelb? Vielleicht mache ich das erstmal hier. Will ich das denn jetzt überhaupt so rum? Kann ich das so hinkriegen, dass die 4 und die 2 wegen 4., 2. da so sind? Müsste das so sein? Da ist ja auch eine 2 und eine 4, dann könnte ich das eigentlich höher machen, als sind die beiden. Ach, guck mal, da ist ja noch eine 4. Ui. So. Das darf nicht zu niedrig sein. Aber ich will das hier mal hier hinter dem Ding machen. Also, ne, das kommt ja dann da drüber, sodass ich das erstmal hier angucken kann, ob mir das nicht dann zu krass ist. Naja, aber das muss. Seht ihr das? Das muss irgendwie. Ein bisschen nur, aber es muss. Weil ich möchte schon, dass der Hintergrund zwar, dieser hier, dieses, dass sich das abhebt, also dass das eine andere Farbzusammenstellung hat, dass das aber trotzdem zu diesem Streifen passt. Wisst ihr? Das bedeutet natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt weiße Spritzer mache,
dass die jetzt wirklich nur auf den Zahlen so bleiben werden und auf den anderen Medien sich einfärben. Hoffentlich wird das Gelb dann nicht zu Pastell. Aber das gefällt mir aber. Weiße Spritze. Spritzepinsel. Wo müssen sie denn eigentlich hin? Ich glaube, ich möchte die ziemlich gleichmäßig verteilt haben. In etwa so. Ich überlege schon die ganze Zeit, ich möchte da noch eine Mattung dahinter setzen. Ich überlege die ganze Zeit, was die beste Farbe wäre. Ob das eher was Dunkles sein muss oder heller. Weil bei den Herzen habe ich ja auch diesen weißen Rand extra gelassen, also weil es dann auch natürlich leichter zum Ausschneiden geht. Aber das finde ich auch schön, weil zum Beispiel bei dem hier ist es ja da in der Mitte, wo diese Stellen hier so, ne, dieses gekritzelte ist, heißt es ja auch logischerweise weiß, wenn man auf weißem Papier stempelt. Und deswegen habe ich auch den Rand gelassen, damit da auch nochmal so ein Zusammenhang entsteht. Aber jetzt weiß ich nicht, will ich die Mattung hier hinter weiß? Das könnte eigentlich gar nicht schlecht aussehen, weil hier ist ja auch weiß drauf. Na, da kommen wir der Sache doch schon näher. Okay, das bedeutet, ich glaube, wir werden das hier so machen, dass wir an der Seite einen kleinen Tab machen, anstatt das abzuschneiden. Das heißt, ich denke, ich werde das so machen, dass ich das jetzt hier so knicke, dass ich hier den Rand der Karte treffe. Also so, dass ich dann kann ich das nach hinten knicken. Und dann ist das so, und dann steht das da so ein bisschen über. Schaut das gut aus? Ich glaube schon. Das inken wir auch mit Scotched Timber Oxide Ink. Und dann möchte ich das, glaube ich, da drauf nähen. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, das da drauf zu nähen. Man könnte es sogar so machen. Das ist auf der anderen Seite auch ein bisschen. Oh ne, das schaut blöd aus. Das muss schon so. Bleibst du da? Wirst du so da bleiben? Vermutlich schon. Ich nähe das mal gerade da drauf fest. So, dann schaut das Ganze mal so aus. Und jetzt möchte ich mir zuerst einmal, bevor ich jetzt noch was entscheide, wie das mit den Herzen da wird, einen Spruch stempeln. Ich habe mir diesen hier ausgewählt, weil dieser hier, dieser Spruch hier, ne, dieser, dieser Spruch, der ist nämlich meine Botschaft an euch, an jeden Einzelnen da draußen. Die Spannung steigt. Eine Liste von Gründen, warum ich dich liebe. Erstens, du bist du. Und das gilt für jeden Einzelnen da draußen. Ja, das ist so. Und wenn ihr die Februar-Videos verfolgt habt, insbesondere den Anfang dieser Serie und das erste Video dieser Serie oder dieses Monats, wie auch immer man das sagen will, dann habt ihr auch einige persönliche Sachen von mir erfahren. Und ihr seid einer der Gründe, warum es mir wesentlich besser geht. Ich habe am Anfang, also in diesem ersten Video,
gesagt, es ist jetzt irgendwie schon wieder so medium gut im Vergleich zu vorher. Und ich kann inzwischen sagen, nachdem jetzt einige Wochen vergangen sind, dass es sich sehr stark auf wieder ganz gut hinbewegt. Und das habe ich auch euch zu verdanken. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich bei euch einschleimen will, denn das habe ich nicht nötig, glaube ich. Sondern das sage ich, weil ich das wirklich aus tiefstem Herzen so empfinde. Und weil ihr echt eine Menge dafür getan habt, dass das überhaupt möglich sein kann. Ich finde das wahnsinnig krass, dass man sowas erleben kann in einer solchen Community, wo sich 99,99% der Leute im echten Leben noch nie begegnet sind. Denn das ist ja bei uns so. Und ich finde es richtig krass, dass ihr imstande seid, ja, darf ich das hier so sagen, mich aus der Scheiße rauszuziehen. So, das ist so. Das ist definitiv so. Das ist, ich habe oft nachgedacht, auch über Menschen, die zum Beispiel jetzt gerade angefangen haben mit YouTube-Kanal, ne? Ich glaube, ich möchte das braun haben. Ich weiß jetzt nicht, ist mir das jetzt zu dunkel, wenn das so ist? Ich habe oft nachgedacht über diejenigen, die, ich stempel es nochmal, die mit YouTube-Kanal neu angefangen, mit YouTube neu angefangen haben. So muss ich sagen, dass das ein vernünftiger Satz wird. Und es gibt viele, die mich auch angeschrieben haben und haben gesagt, Luise, kann ich da vielleicht irgendwie mal ein paar Tipps von dir kriegen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich gerne bereit, Tipps zu teilen. Ich bin gerne bereit, zu sagen, ich habe das am Anfang so gemacht oder ne, irgendwelche Ratschläge zu geben, natürlich. Und ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn mich jemand nach so etwas fragt und wenn ich da helfen kann, dann tue ich das mehr als gerne. Ist immer noch nicht schön, Leute. Ich versuche mal die zweite Generation dieses Abdrucks. Das ist, ich habe zu. Ich habe dieses Stempelkissen. Ich komme mit dem Stempelkissen noch nicht so gut zurecht. Ja, und das ist natürlich jetzt nicht dunkel genug. Mir gefällt das nicht. Ich habe mich da. Das ist irgendwie, das liegt nicht an dem Stempel, sondern das liegt an meiner Unfähigkeit, mit diesem VersaFine Clair zu stempeln. Ich weiß immer nicht, wie stark muss ich drücken. Oder ist das A wirklich so doll? Na, guck mal, das. Mensch, schau mal, das ist eigentlich wirklich so doll. Jetzt sehe ich das erst. Guck mal. Das A und das F und da. Ich hatte eben gedacht, das ist, weil ich das falsch gemacht habe, aber das ist so. Schaut auch eigentlich. Also ich finde, es schaut ziemlich cool aus. Ich wollte jetzt nur nicht hier so einen grützigen Abdruck von dem Stempel haben. Aber das ist tatsächlich wirklich so in dem Stempel. Alles klar. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, natürlich bin ich sehr gerne bereit, irgendwelche Tipps zu geben. Nicht nur was YouTube betrifft, sondern natürlich auch andere Sachen. Ja, wenn ihr sagt, hier, ich habe was gebastelt und ich komme überhaupt nicht klar, kannst du mir da helfen? Natürlich, wenn ich das kann, dann tue ich das auch und dann tue ich das auch gerne. Aber es hat jetzt wirklich so eine Zeit gegeben, wo ich gezweifelt habe, wirklich, wo ich mir gedacht habe, wenn mich jetzt noch einer irgendwas fragt, dann muss ich irgendwann sagen, ich kann dir keinen Rat geben, weil ich gerade selber überhaupt gar nicht Bescheid weiß, was hier abgeht. Weil ich so, ja, konfus irgendwie war und auch nicht klar mit mir selber. Ist meine Kamera scharf? Irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Ja, nö. Irgendwie macht meine Kamera jetzt gerade nicht, was sie soll. Das ist auch richtig toll. Jetzt so. Die hat manchmal Probleme zu fokussieren. Ja, und da hat es auch, da hat es wirklich einige Situationen gegeben, wo ich gedacht habe, ich kann eigentlich, ich sollte vielleicht eigentlich gar keinen Ratschlag geben, denn ich habe mich so elendig gefühlt, dass ich gedacht habe, ich bin ja offensichtlich nicht imstande, das hier irgendwie zu bewerkstelligen. Wisst ihr, wie ich meine? Und wie kann ich dann jemandem einen Tipp geben, wie derjenige das gut bewerkstelligen kann? Ich habe mich da so unfähig gefühlt irgendwie. Und dieses Gefühl ist komplett weg. Und ich merke auch, dass, wenn mich jetzt jemand fragt, ich wieder mit Überzeugung sagen kann,
ne, wenn du dich dahinter klemmst, dann geht das mit YouTube und damit kann man einen Teil seines Lebensunterhalts verdienen. Das geht. Bleib dran, weißt du, so hier Motivation und so weiter, das ist ja sicherlich auch sehr wichtig. Aber es hat eine Zeit gegeben, wo ich mir gedacht habe, das kannst du jetzt hier nicht so sagen, weil du weißt nicht wirklich, ob das so ist, weil es gerade für dich selber nicht funktioniert. Und das war schon sehr erschreckend, muss ich sagen. Und ich habe das euch zu verdanken, dass das jetzt wieder anders ist. Natürlich habe ich selber dafür auch sehr viel getan, das will ich jetzt nicht abstreiten. Ich habe mich sehr viel mit mir selbst auch auseinandergesetzt, aber es sind schon sehr, sehr viele Dinge auch von euch, ja, einfach dazu beigetragen worden. Und das werde ich nicht vergessen. Definitiv werde ich das in meinem Leben nicht vergessen. Wie kriege ich das jetzt hin? Wenn ich das jetzt dahin mache, dann ist der Tab irgendwie kein Tab mehr. Es müsste eigentlich hier hin. Und ich möchte eigentlich, dass das so ein bisschen. Ich möchte die Herzchen mit Foam Tape aufkleben. Also zumindest einige davon, sodass das dann so erhöht irgendwie ein bisschen ist. Wisst ihr? Ich glaube, das ist echt die Problem, das Problem, das ich mit Herzchen habe. Irgendwie komme ich auf diese Form nicht klar. So ein Rechteck ist einfacher. Ich überdecke mir jetzt gerade meine 4 und meine 2, aber ich glaube, das muss ich ignorieren. Schaut doch blöd aus, oder? Also das da oben gefällt mir ganz gut, aber das hier unten schaut doch irgendwie blöd aus, oder? Ja. Soll das jetzt etwa die Lösung sein, dass ich den Tab da abschneide, das da oben abschneide und das mit Foam Tape übereinander mache, sodass nur die zwei da sind? Soll das wirklich jetzt die Lösung sein oder was? Weil das finde ich schön. Das nicht, weil die beide so gleich sind. Oder vielleicht sogar dieses kleine. Muss ich mal gerade hier ein bisschen Nähmaschinenfaden aus der Maschine rausziehen. Ich habe kein dünnes schwarzes Garn mehr hier rumliegen. Aber vielleicht könnte das hier das Rätsels Lösung sein. Kann ich das da jetzt da noch abschneiden? Wird meine Schneidermaschine mir jetzt sagen, dass ich das da abschneiden kann? Das geht gerade so. Huch. Geh weg.
das hier? Scotch Timber Oxide Ink. So, demnach muss die Mattung auf jeden Fall, also die dahinter jetzt noch kommt, auf jeden Fall schwarz enthalten. Da wir allerdings hier diesen weißen Rand haben, denke ich darüber nach, sogar zwei Mattungen noch darunter zu setzen. Eine mit einem weißen Rand und eine dann in schwarz. So, jetzt habe ich hier so drumherum genäht, dass ich nicht hier durchgenäht habe und auch nicht hier nochmal drüber, sondern einfach hier unten so ein U, das da aufhört, sodass ich mir das hier nicht verknicke und einmal hier so drumherum. Ich finde, das schaut nicht schlecht aus. Und jetzt habe ich eben an Knöpfe gedacht und ich glaube, hier, weil erst habe ich gedacht, ich möchte hier einen Knopf hin machen. Oh, guck mal, ich habe hier noch so einen. Oh, das ist so einer. Das ist so ein stoffbespannter Knopf, den hatte ich mal eingefärbt. Da ist mir, glaube ich, auch irgendwas schiefgelaufen. Aus Versehen ist das passiert. Aber der ist ein bisschen groß, der ist dann zu nah an dem Ding dran. So vielleicht. Dass der da halb noch so drüber steht, dann ist der nämlich nicht, weil wenn ich den hier so drauf setze, dann möchte ich natürlich, dass der neben der Naht ist. Aber dann ist der nah da dran, zu nah. Aber was ist, wenn ich den so setze, dass der da über den Tab noch so ein bisschen rüber steht? Ich glaube, das finde ich ganz gut. Na ja, komm, das machen wir so. Irgendwann muss man ja auch mal eine Entscheidung treffen. Machen wir jetzt mal so. Und wisst ihr, was mir auch manchmal so geht? Wenn ich das jetzt so mache, ne? Dann kann es sein, ich gucke mir das morgen oder in ein paar Tagen nochmal an und dann wundere ich mich, warum ich mich so angestellt habe und warum das so lange gedauert hat, diesen blöden Knopf hier aufzukleben. Beziehungsweise, warum ich überhaupt so lange an diesem ganzen Ding rumgemacht habe. Nicht, dass es dass ich denke, was für eine vertane Zeit oder so, um Gottes Willen. Ne? Weil wenn man sowas macht, dann lernt man immer irgendwas dazu. Und ja, also ich verfalle hier schon wieder so in meinen Motivationsmodus, aber das sehe ich wirklich so. Man lernt immer irgendwas dazu, auch wenn irgendwas schwierig, oder gerade vielleicht, wenn irgendwas schwierig ist. Und deswegen, Entschuldigung, ist das für mich keine vertane Zeit. Aber ich frage mich dann, warum hat mich das so viel Energie gekostet einfach? Ja, warum habe ich so lange darüber nachgedacht, wie ich das machen möchte? Und warum ist mir diese Lösung nicht gleich gekommen? Und manchmal gibt es auch so Situationen wie jetzt das mit dem Knopf zum Beispiel. Ich weiß nicht, gefällt mir das morgen noch oder gefällt mir das in 2 Stunden schon nicht mehr? Oder wie ist das? Aber ich habe das jetzt da aufgeklebt, um mich selbst zu testen, indem ich mir das morgen nochmal angucke, um dann zu gucken, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, wenn ich mir das zum Beispiel 3 Monate später angucke, ne, dann sieht das bald aus, als hätte ich das gar nicht gemacht. Dann kommt mir das so fremd vor, wo ich mir dann denke, wieso habe ich mich da damals so schwer getan, wenn es mir schwer gefallen ist? Oder warum habe ich mich geärgert? Oder wisst ihr, so diese Punkte, die dann da vorher gewesen sind, die fallen mir dann wieder ein. Und dann frage ich mich, warum das so war. Und dann habe ich darauf keine Antwort. Beziehungsweise kommt dann die Erkenntnis, dass man, wenn man etwas längere Zeit nicht sieht, man das plötzlich toller findet, was man da gemacht hat und man eher damit zufrieden ist, als man es zuvor gewesen ist. Und dann kann es auch passieren, dass man sich das morgen anguckt und sich denkt, warum habe ich die schwarzen Spritzer dahin gemacht? Aber die müssen dahin. Weiß ich nicht, ob ich das morgen immer noch so sehe. Ihr Lieben, ich bin jetzt weg. Wenn ich das hier mache, oh Mann, Mann, Mann. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das heute hier so anstrengend ist. Denn während ich das hier mache, ist für mich noch nicht der Tag, der für euch ist. Also ich bin ja immer ein paar Tage im Voraus, logischerweise. Weil sonst könntet ihr die Videos nicht sehen, weil ich muss das ja noch alles raufladen und so weiter. Aber ich fange morgen etwas an, was mit Körperteilen zu tun hat, die ich auf Vordermann bringen will. Und das ist etwas, was ich machen muss,
Also das hat, keine Angst, es hat nichts mit Sport zu tun. Vielleicht ist das dann das Nächste. Aber ich werde da so etwas tun. Und ich möchte auch das Körperteil jetzt eigentlich nicht nennen, weil ich möchte nicht, dass euch schlecht wird. Ich muss das tun. Und das bedeutet aber auch, dass ich die nächsten Tage ohne Nahrung auskomme. Ich habe ein bisschen Bammel. Keine Angst, ich komme wieder zurück. Keine Angst. Aber ich weiß noch nicht, wie es mir da geht. Jedenfalls ist das hier meine Karte. Und das hier ist das, was ich euch gerne sagen möchte. Ich hoffe, dass das bei euch ankommt, auch wenn ich das jetzt hier nur ein einziges Mal in der Hand habe und das eigentlich tausend und abertausendfach reproduzieren müsste, um das hier jedem Einzelnen von euch zu schicken. Es geht natürlich nicht, aber ich hoffe, dass ihr meine kleine Botschaft hier trotzdem für euch empfangen könnt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel kreative Energie. Kleiner Hinweis, am 3. März, 18 Uhr, YouTube, haben wir noch eine kleine Party, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich habe es schon öfters erwähnt, aber nicht vergessen. Die Infos dazu sind auch unten in der Infobox nochmal und der Link dahin, den gibt's da auch. Bis dahin, Tschüssikowski.